Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, in Ellengrad. Ja, die Aussaat mit Gras geht weit auf, ja, auf dem großen Feld halt, ne, die Wiese. Starten wir hier mit Cosplay. Ich habe hier ein bisschen Nachschub hergefahren mit Big Bags. Falls er mal aufgeklärt ist. Also Gras ist ja doch recht hoher Düngerverbrauch in dem Falle, ne. Also jetzt haben wir jetzt schon mit Personalfarming eingestellt. Kalk ist perfekt, also wir haben hier Kalk. Fast überall würde ich meinen. Und Dünger kommt jetzt hier mit Gras gleich rein. Volle Stufe. Ja, fährt ein bisschen hätte einfach, wenn wir mehr fahren müssen. Mal sehen, wie es geht. Ja, teilweise schon fertig. Teilweise. Da ist schon gemacht worden und da ist jetzt bei. Da muss ich vielleicht mal schauen, vielleicht muss ich da irgendwann mal das umgestalten, ne? Also 56. Mal gucken, wie der Wert ist. Hier kann man nicht sehen, ne? Da auch nicht. Da ist ja Kosten ganz schön. Also gut. Geht ja um die Umweltbilanz, ne? Also ansonsten, ja, Problem mit dem Ballenpressen. Ich hatte hier gespeichert und nun lässt er den Ballen einfach, oder? Doch, doch vielleicht raus. Nicht dran, ne? Ach, geht doch. Ich habe schon gedacht, das ist wieder festgefahren. Wahrscheinlich hat es geholfen, dass ich den Anhänger, die Ballenpresse, ja, abbekommen hatte und dann, ja, gespeichert wäre laden, ne, nach Weile. So, lass mal weiterfahren, ne, eine Runde da noch zu fahren und dann ein paar Reste, ne. Die Reste muss ich nacharbeiten nachher, per Hand. Hätte ich ein bisschen mehr noch ranpressen müssen. So, das sind die Ballen und hier unser Bein und macht das. Ja, Steine sammeln. Ist leider auch mit dem Vorgewende ziemlich knapp. Da werde ich mir jetzt mal fünfte Vorgewende jetzt mal berechnen lassen. Das klappt mal sehen. Oder sechs. Ja, ich mach's mal halt. Geht ja um das Vorgewende. Also. So. Geben wir auch sechs. Auf Bahn. Und kurz generieren. Oh, schon fertig. Ja, ist ein Vorwende mehr, das ist gut. Und zwar beginnen wir auf Bahn. Natürlich ein bisschen ungünstig, aber mal schauen, dass es hinkommt, dass wir irgendwo eine Ecke anfangen. Die hatten mich beim Wenden ein bisschen Probleme gehabt, das war einfach zu eng. Bei 4 war knapp, 6 wäre besser gewesen. Aber nehmen wir jetzt mal die 5 in Kauf. Zum Schluss halt die eine Bahn. Muss ja nicht 100% sein. Ah, muss ein bisschen Kompromiss eingehen. Aber nicht komplett arbeiten. Die ganze Bahn. Ja, die BGH bringt immer gutes Geld ein. Stell dir mal so fest. Ich war ja ganz kurz mal 1000 Minus gewesen. Ich musste nur die BGH arbeiten lassen. Und schon läuft die Sache, ne? Was mir bei der BGH fehlt, ist im Grunde jetzt noch ja, ein bisschen Gülle. Oh, wir haben hier Butter da. Die BGH ist hier unten. Ja, und Milch kann man verkaufen, aber kein Traktor frei, ne? Ne, haben wir nicht. Ne? Bega ist gefüllt, also der Silo ist gefüllt. Und hier haben wir auch noch gut gefüllt. Ansonsten einige Ballen haben wir noch da. Und hier soll der Bäder später mal, wenn wir das Glück haben, mit Mais, Mais-Silo, also Mais-Häcksel gut reingebracht werden. Alles gut klappt. Ja, hier geht gut.
So. Ich schalte mal durch. Da wäre ein Traktor frei. Müsste ich nur. Er ist fertig. Traktor, ne? Und ich gehe jetzt mal an die Bahn noch mal eine Runde rum. Liegt ja noch einiges rum, das können wir noch mitnehmen. Das kann ja alles noch zu Geld gemacht werden. So kann die ganze BGH den ganzen Winter arbeiten. Die Aussaat muss aber noch klappen. Das ist. Ah ja, hier um die Ecke habe ich ja noch manuell gemacht. Das ist ja kein Feld in dem Sinne, sondern ein. Das gehört zum Land dazu. Und das habe ich manuell gemäht. Und auch geschwattet, ne? Weil da wird kurzblendig reinfahren, da ist einfach kein Feld erstellt worden. Also wenn ich das haben wollte, müsste ich hier mit Gruppe oder mit Flug Feld erstellen. Was ich jetzt noch nicht getan habe. Ob ich es tun werde, weiß ich nicht. Mal schauen. Ich habe jetzt heute, nee, gestern habe ich ja die Ballenpresse live vor Augen gesehen, also ein Riesenteil. Wahnsinn. Und auch den Sammel, den neuen Jumbo 7000, wie das Ding heißt, zwei Achse, das sind riesige Reifen. Das sind Ballons von der großen naja, Aufliegefläche, ne? Schon riesen, also riesiger Ding. Ja, ist schon Wahnsinn, was da alles herstellen. Die ganze Entwicklung und ja, ist halt eben riesig, ne? Ja, die Wiese noch, die muss ich aber noch ja, bei Gelegenheit noch mit einem tiefen Lockerer umflügen. Also, dass das Prinzip dann Flugmodus hier nicht mehr da ist. Ne? Dass der Spruch nicht kommt, muss geflügt werden. Ne? Ich weiß nicht mehr genau, ob das noch so was Wichtiges wie früher mit dem Ertrag, aber das Bild halt weg haben. Ne? Ja, Steine sammeln. Mal gucken. Da ist die Maschine ist. Ja, ich glaube Steine sammeln, Mineraldünger, Steine. Steht. Oder er muss gerade wenden, das kann auch. Oder es fährt schon, ne? Ja, mal schauen. Eigentlich müsste der arbeiten. Aber er steht irgendwie, keine Geschwindigkeit da. Durchschalten. Ja, wenn er die Gleitecken fertig hat, ist es besser. Dann kann er mehr. Ne, ja, der Baum. Der Baum. Ich will auch die Bäume nicht wegmachen. Wenn alles klappt, dann wird hier sowieso nicht mehr Steine gesammelt, dann ist ja eh wieder Wiese, ne? Die Bäume sind dann auch da, aber wie gesagt, ja, zum Not kann man die wegnehmen. Mal sehen. Im späteren Verlauf. Ja. Da die Ball noch einsammeln und dann geht er los Richtung. Dann ist die Fläche frei und dann können wir hier noch umfügen, ne? Beziehungsweise Tiefenlocker arbeiten lassen. Aber dann muss immer noch Steine gesammelt werden. Also Tiefenlocker soll ja mehr Steine rausholen und größere, ne?
Also Tiefen lockern kann man auch mit Pflanzen im Prinzip. Gut, der Boden darf nicht zu hart sein, ne? Also vornherein, also Beton kann man nicht tiefen lockern, ne? Also wenn der Boden normal ist und man würde Ölrettich pflanzen, rein theoretisch, die Pflanzen, die tiefe Wurzeln haben, die pressen ja den Boden auseinander, ne? Und wenn da irgendwann mal durch Frost kaputt geht und dann verfault, dann ist er halt der Hohlraum da, der nicht locker, ne? Macht bei vielen Wurzeln so sein, die tief reingehen. Ich habe mal eine Sendung gesehen, wie sie früher beim Tagebau mit Zerne den Boden wieder versucht haben, den zu kultivieren, also so fruchtbarer zu machen, ne? Ob das Erfolg hatte oder so, da weiß ich nicht, aber jedenfalls da lag ja alles brach, ne? Das ist ja alles nur purer Sand. Man muss halt viel investieren, bis das wieder mal richtig guter Boden ist, ne? Also Zeit vor allen Dingen. Hier in alten Vorland ist ja weiß ich genau. Je nachdem. Verschiedene Böden. Also da wo ich bin, aber eher Leben Hauptsache Leben, ne? Ich habe mal gesehen, eine Baugrube, da haben wir wurde ausgebaggert. Da war purer Schotter, also Steine, die eher aufs Flussbett kommen. Keine Ahnung. Vielleicht hat immer das Flussbett sich dann verschoben. Ja, ich brauche im Grunde noch eine größere Sämaschine. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen klein. Muss ich mal schauen. Aber zurzeit ist eher Geld knapp. Ja gut, ein, zwei Tage weiter hätten wir zusammen. Aber wie gesagt, die Ballen müssen jetzt gepresst werden. Ne? Beziehungsweise die Aussaat muss jetzt erfolgen. Vielleicht können wir dieses Jahr noch einmal mal Ballen pressen. Vielleicht. Mal schauen. Oder halt nächstes Jahr im Frühling, ne? Aber die eine Fläche wollte ich kein Gras einbringen, wo jetzt Weizen war. Alles klappt. Gerste. Müsste ich aber jetzt mal die Zeit auf langsam einstellen. Kommt natürlich kein Geld rein, ne? Eine Stunde her um 7 Uhr wird schon was werden. Ja, morgen. Nee, heute ist Mittwoch. Ist aber Gott sei Dank. Ist mal ganz gut, dass ich Icarus schon fertig habe. Da muss ich mir aber nächste Woche Gedanken machen. Naja, wissen. Soll noch fertig werden, ne? Wahrscheinlich Freitag, mal sehen. Ein, zwei Folgen noch Freitag. Na, zwei Folgen bestimmt. So, was haben wir noch da? Kommt noch was? Sieht nicht so aus, ne? Da ist noch ein Rest. Nur einen Ballen rauskriegen, ne? Da. Was warten die denn hier auf mich? Na, Stau. Die Kurse habe ich auch nicht verändert. Gut, Ballen, Presse, fertig. Zurück zum Hof. Der Hof ist jetzt genau. Da ist noch was. Oh. Ach, dann gehen wir die Bahn auch noch mit.
nehmen wir noch mit. Das ist zu viel. Unterflügen, ne? Ich dachte, das wäre nicht so viel. Auch hier noch einen Ball voll. Oder sogar mehr. Ja. Einer steht stehen alle, ne? Hier war ein Stückchen. Ja. Wie es dann weitergeht auf der Marsch, wenn wir dann am Samstag sehen, ne? Aber gut, das ist schon später, ne? Schon passiert. Ob das irgendwo dann klappt mit Mitspieler. Prof 4 1 2 lassen. 2 3 Hitman. Im Grunde habe ich noch weitere Pläne. Wenn es mal die Matchmap-Karte geben würde, da könnte man sicherlich was einfallen lassen. Ja, man müsste dann 3-3 spielen, ne? So ungefähr stelle ich mir das vor. So. In der Theorie, ne? Also 2-2 gegeneinander. Mit dem Server, also jetzt direkt. Auf 8 erweitern, auf kurz würde ich immer sagen, nicht. Da muss man sich immer mit 3 oder 6 mal einspielen. Ne? Aber dass immer die Karte kommt. Ne? Gut, das ist jetzt erledigt. Mehr ist nicht. Lassen wir den Rest drinnen, wie Leonas. Fahren wir zurück zum Hof. Ja, die lieben Bäume. Ja, aber hier schon fertig. Na ne? Gut. Ja, liebe Schau, das soll es auch schon heute gewesen sein. Ich sage mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Vielleicht muss ich hier noch was umdisponieren. Das geht so ungünstig. Mit 5 Reihen geht auch nichts. Doch eigentlich mit 6 Volt wenn ich anzeigen. Ist aber trotzdem mal tschüss, ciao. Und fleißig muss man wieder. Tschüss.